Der Fanpostberg wurde erreicht. Beziehungsweise der Fanpostturm. Aber ich nenne es einfach Berg. Ja! So, jetzt werden wir erstmal die Mucke etwas leiser machen, denn es ist ja schließlich eine Hintergrundmusik. Das heißt, im Hintergrund hat eine gewisse Lautstärke zu herrschen. So, dann nehme ich mal von ganz oben hier. Alter! Oh! Okay, gut. So, das ist das Erste, was wir heute hier auspacken. Alter. Ich brauchte erstmal hier wieder eine halbe Kanne Kaffee, um überhaupt erstmal auf den Alltag klarzukommen. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. So. Oh, Junge. Fuck, Mike and Ike. Hirschis, jawohl, Alter. Junge, ich habe schon gedacht, hier ist irgendeine dämliche Scheiße drin, weil ja hier steht Diät ab morgen und so. Aber Alter, das sind ja wirklich allerfeinste Süßigkeiten. So, für wen soll ich jetzt hier Werbung machen? Manchmal sollte man sich lieber Nudeln als Sorgen machen. Das war für mich jetzt so ein Zeichen, euch meinen neuen Ernährungs-Lifestyle zu präsentieren. Also ich rede jetzt nicht von den ganzen Bier und so, ja. Sondern ich habe den Reis einfach satt. Ich habe jetzt monatelang Reis gegessen, also Reispfanne. Aber die Scheiße hängt mir langsam zum Hals raus. Deswegen, ja, bitte nicht erschrecken. Es sieht natürlich wieder absolut widerlich aus, aber... Alter. Ja. Also hier ist, also hier sind Vollkornnudeln, Spinat, Eier und Lachs enthalten. Ich weiß, es sieht ekelhaft aus, aber muss nicht schmecken, muss wirken. Also, ja, was heißt wirken? So, was wirkt? Alkohol oder gesunde Ernährung? Natürlich beides zusammen. So, wir haben auf jeden Fall Sour Patch. Alter, geil, Mann. Junge, exotische Früchte. Oh, Junge, Junge, Süßigkeiten. Oh, das werde ich jetzt natürlich nicht alles vorkosten, denn ich muss erstmal gucken, was in den anderen Paketen drin ist. Außerdem mache ich dann zum Training und davor will ich mich jetzt nie mit Süßigkeiten vollstopfen, sondern eher, wenn ich wieder unter massiven Einfluss stehe, und wo das Zeug dann noch natürlich viel besser schmeckt. So. Oh, Junge, Pop-Tarts. Ja. Alter, Airheads. Oh, Limo. Junge, das ist halt so. Ich weiß, ihr kennt das von den ganzen Streamern und Influencern, die hier solche Boxen vorstellen. Aber ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nicht, dass sie das dann alles auf einmal fressen. Ich glaube, die lassen sich Zeit. Aber bei mir ist das in einem Abend weg. So, oder die verschenken das am Ende nur an der Familie oder so ein Schwachsinn. Also, Junge, Junge, das kann ich ja leiden. Kriegen sowas geschickt und dann schenken die das an, verschenken die es an Personen, die irgendwie, die denen halt nahestehen und so. Also so ein Schwachsinn hier braucht man überhaupt nicht machen. So, das muss man alles selber fressen. Und zwar alles auf einmal, sonst macht's keinen Sinn. Ich sag's euch, sonst macht die ganze Scheiße keinen Sinn. So, direkt das nächste Paket. Das wird heute locker eine Dreiviertelstunde dauern, bis ich mit den ganzen Paketen hier durch bin. Aber das ist egal, denn ich hab Kaffee gesoffen. Scheiße. Ich glaube, ich sollte mal Blitzlicht anmachen. Denn es ist schon wieder 12.47 Uhr mittags. So. Alter, das ist alles so ein brutaler Wahnsinn. Ich gehe nervlich zugrunde. Man sagt immer, dass wenn man etwas im Leben erreichen will, das einzige Problem ist, dass man sich selbst im Weg steht. Und ich stehe mir selbst im Weg, weil ich einfach so gerne Pfeffi saufe.
Das ist halt auch so ein blanker Hohn, ne? Das hier als Mundspülung so rauszubringen, Alter. So, ich hoffe, das steht bei irgendeinem Jugendlichen im Bad, so, der sich denkt, oh ja, mache ich jetzt wirklich mal hier so diesen Lifestyle, Pfeffi frühs, nach dem Zähneputzen, erstmal runterspülen. Und dann kommt der Oma rein und denkt halt wirklich, es wäre Mundspülung. Und dann haut die sich das ins zahnlose Maul und ist dann einfach so komplett völlig fertig in der Rübe. So, Junge, Junge, es wird jetzt eine Dreiviertelstunde lang ununterbrochen Scheiße gequatscht. Also, okay, wir haben es jetzt 12.49 Uhr, wir gucken mal. Ich wette, wir sind 13.30 Uhr fertig, würde ich mal behaupten. Aber das ist noch ziemlich weit geschätzt. Junge, fuck man, das sieht gruselig aus. Das ist aufgebläht. Wo ist denn hier mein Cuttermesser? Ich hab doch immer... Ach, egal. Wir nehmen einfach das hier. Es war völlig verbogen, aber egal. So. Also, wenn ihr euch mal eine alte klären solltet und ihr seid zu Hause, dann gebt euch auf jeden Fall Dark Souls Ambiente. Das macht die Spalten feucht, das sage ich euch. Das macht die Spalten feucht. Und dann zeigt ihr noch, dass ihr eine Platin-Trophäe in Elden Ring habt und dann, dann gibt es keinen Halt mehr. Dann ist er nackt, das kann ich euch versprechen. So. Genau. Boah, Junge. Ja, also Dark Souls sollte auf jeden Fall zur Weltkultur ernannt werden. Ich meine, Elden Ring ist ja schon mal ein richtiger Schritt in die in den Weg der Menschheit, in das Schicksal der Menschheit quasi. So, Elden Ring wurde jetzt so krass gehypt, dass auch jeder Vollidiot dann sich für die, ja, für das Souls-Genre quasi interessiert hat. Und das ist ein gutes Zeichen, weil wenn sowas unterstützt wird, können wir im Endeffekt auf mehr Spiele aller Dark Souls halt hoffen. Und das sind einfach Spielprinzipien, die die Videospielindustrie auf jeden Fall in die richtige Richtung lenken. Na? Wir wissen, in was für einer Zeit wir leben. Wir werden hier gnadenlos abgezockt und verarscht. Das beste Beispiel, Diablo Immortal. Das ist nicht mehr von dieser Welt so. Das sind Satanisten, die das rausgebracht haben. Ganz ehrlich, das sind Satanisten. Ich kann es mir anders nie erklären. Alter, was zum Fick. So, und sowas darf nicht unterstützt werden. Damit, da muss dagegen angekämpft werden. Das heißt, man muss Spiele supporten, die halt wirklich das Gamerherz berühren. Ja, und das ist nochmal Elden Ring. Deswegen freut es mich auch so sehr, dass das Spiel so gehypt wurde. Ja, eine kleine Stofflieferung und allerlei Kreatives. Du kannst einen Urlaub in Dresden empfehlen. Was sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten neben den legendären Packstationen, die es nicht mehr gibt? Und welches Hotel ist zu empfehlen? Euch einen schönen Urlaub. Oh. Also, na, was gibt's noch für Sehenswürdigkeiten? Halt das Glockenspiel und das war's. Nee, also, was weiß ich. Ja, die Stadt ist wunderschön. So, da schnappt man sich eine Bulle Pfeffi und geht durch die Stadt und besäuft man sich und dann landet man völlig besoffen am Glockenspiel und lässt sich dann von dem Krankenwagen ins Hotel liefern. So. Aber ich weiß, dass mit der Frage mein Hotel gemeint ist. Es ist halt immer so, ja, sowas muss man mir dann halt immer bei Instagram privat per DM schreiben. Das hat auch alles, ach, Junge. Es ist halt, ja, das ist von den guten Mädels, dass ich als geisteskrank abgestempelt habe. Aber das habe ich auch nicht böse gemeint. Ich bin momentan in einer Lebensphase, in der mir wirklich alles scheißegal ist. Deswegen, ey, man kann geisteskrank sein, das ist völlig in Ordnung. Weil ich genau weiß, dass wenn der Winter kommt, werden wieder sehr, sehr depressive Zeiten auf uns warten. Und um die depressiven Zeiten zu überstehen, muss man einfach jede Menge Akzeptanz mit sich bringen. Und es ist einfach besser, wenn man es einfach mal wirklich mit Liebe und Akzeptanz probiert, anstatt mit diesem endlosen Hass. Weil, keine Ahnung, an mich zerfrisst dieser ganze Hass.
Und das ist auch der Grund, warum ich mir dann oft selbst im Weg stehe. Selbsthass, Hass auf andere Menschen und so. Ich weiß nicht, das ist zwar ein ehrliches Gefühl, aber im Endeffekt bereitet ihnen das auch nur Probleme. So ein Getränk deiner Wahl mit Eis verfeinert dazu mit. Ich bin überfordert mit sowas. Das ist einfach. Da steckt zu viel Liebe drin. Das ist doch krank. Da steckt zu viel Liebe drin. Das ist halt auch ein Ding. Ich kann mit Liebe nie umgehen. Deswegen werde ich nie wieder in meinem Leben eine Beziehung führen können, weil ich mittlerweile mit meinen fast 30 Jahren so voller Hass bin. Aber ich habe mich halt auch immer auf die psychisch Gestörten eingelassen. Deswegen bin ich auch selber dran schuld. Aber Normalität reizt mich halt nie, ne? Mein Psychologe, echt Quatsch, mein Psychologe, mein Hausarzt hat gesagt, ach, das ist alles völlig normal. Männer lieben nur Borderliner. Männer lieben nur Borderlinerinnen. So, das ist natürlich Quatsch, ja, aber ich habe mich dann verstanden gefühlt so. Männer wollen keine normalen Weiber. Die sind langweilig und so. Der hat halt so ein Akzent das dann noch dazu gehabt und so. Deswegen, ja, wir leben im Wahnsinn. Junge, Junge, Alter. Was soll ich denn dazu sagen, Mann? Es ist einfach. Alter, Junge! Das ist ein echter Käfer. Es ist einfach eine Mücke. Okay, ich muss zugeben, mein Herz ist berührt. Mein Herz ist berührt. Mein Herz ist berührt. Ja. Ach Mensch. So. Ach, das tut alles so gut. Ich liebe es halt auch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so eine Art der Aufmerksamkeit. Aber ich habe mich mal eine Zeit lang, also in der Schule, war ich halt immer dieses nervige ADHS-Kind, das alle anderen in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann haben die Leute mir auch beigebracht, dass es scheiße ist, immer nach Aufmerksamkeit zu betteln, dass mein ADHS eine Belastung für andere Menschen ist und so. Das ist im Endeffekt ein Irrtum. Es kommt doch nur darauf an, was du aus deinem ADHS machst. So, womit verdienst du deine Aufmerksamkeit? Es kommt doch nur darauf an, womit man Aufmerksamkeit verdient. Andere Leute zu nerven ist der falsche Weg. Das habe ich verstanden. Aber den Leuten was zu bieten, wofür die dir dann Aufmerksamkeit schenken, das ist halt eine andere Sache so. Deswegen sind die Videos für mich die perfekte Möglichkeit, mein unersättliches ADHS zu stillen. Bitte schenken Sie. Das ist ein Brief. Zum Teufel, was ist denn das? So. Ach nee. Warum habe ich sowas in meiner Parkstation? Mehltronik? Zur Hölle? Ich könnte jetzt drüber nachdenken, aber das würde mich nur. Ah, Junge, ich habe die ganze Zeit dran gezoomt. Das würde mich jetzt nur Zeit und sinnlose Nerven kosten.
Also sinnlos Nervenkosten. Ich weiß nicht, ob die Nerven eines Menschen auch sinnlos sein können. Aber ja, egal. Einfach weiter, einfach weiter. Das ist halt auch immer das Ding, was ich akzeptiert habe im Leben. Radikale Akzeptanz. Bevor man sich den Kopf über irgendwas zerbricht. Zum Beispiel auch bei Trennungen, ne? Wenn man verlassen wird. Da gibt es Leute, die machen sich monatelang, jahrelang Kopf drüber. Ja, warum hat sie mich verlassen? Die verstehen das nie. Und dann versuchen die Antworten zu finden, indem die halt ihren Ex-Partner nerven, stalken und belästigen. Anstatt das einfach mal zu akzeptieren. Es muss doch nie alles einen logischen Grund haben. Es kann doch einfach mal so sein, wie es ist. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man auch mal lernen, loszulassen und sich einfach wieder den wesentlichen Dingen des Lebens widmen. So, weil ich finde das immer so schade. Ich meine, klar, Trennungsschmerz, so diese Trennungshormone, die sind völlig normal. So, dass es weh tut. Aber selbst die Schmerzen muss man akzeptieren. So, wenn ihr Schmerzen im Leben empfindet, dann versucht man ja erstmal instinktiv diesen Schmerzen zu entkommen, zu entfliehen, aber das einfach mal zu akzeptieren, das ist halt eben die Sache, ne? Alter. Junge, das ist natürlich hier ganze geschälte Tomaten. Cookies. Geil. Und natürlich eine Flasche Essig. Ja, okay, sowas ist in Ordnung. So eine Form von Essig, wenn wenigstens noch was anderes dabei ist, ist in Ordnung. So, lieber Enrico, ich bin großer Fan von Ihnen und habe beschlossen, Ihnen einen bunten Misthaufen zu schicken. Ich hoffe, Sie können mir eine Frage beantworten. Warum kein Stativ? Warum kein Stativ? Das kann ich euch erklären. Also, ich könnte jetzt ein Stativ aufstellen und dann wäre das Bild die ganze Zeit nur gerade. Ihr seht einen Mann mit Maske, wie er was auspackt. So, das Zeug dann in die Kamera hält und so. Oder man kriegt eine POV, also POV-Ansicht geboten, wie man quasi das Gefühl hat, hautnah dabei zu sein. Also ihr seid jetzt quasi meine Augen. So, ihr seid meine Augen. Und da finde ich halt diesen Überraschungseffekt besser, weil ihr seht halt genau das, was ich sehe. Ich gucke ja jetzt so mit die ganze Zeit durchs Handy. So. Versteht ihr? Ich lehne mich nach vorne, ihr lehnt euch nach vorne. Ich lehne mich zur Seite, ihr lehnt euch zur Seite. Ich mache jetzt hier das Paket auf, ihr macht das Paket auf. Versteht ihr? Durch so eine Art und Weise seid ihr mit meiner Assoziation, meiner Gedanken, meines Sehvermögens. Und dem, was geschieht, seid ihr doch viel mehr verbunden, als wenn ihr die ganze Zeit ein gerades Bild, ein Typ mit Maske, er packt aus, hält's in die Kamera. Das macht doch auch jeder andere. Das macht doch jeder andere. Warum soll ich jetzt jeden anderen nachmachen, anstatt euch einfach so in die Sicht zu bieten? So, ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn das für die einen oder anderen zu stressig ist, das in so einer Art und Weise zu konsumieren. Aber die sind dann natürlich nicht gezwungen. So, jeder hat doch seine Freiheiten. Und ich habe doch auch die Freiheit. Und deswegen, das ist halt einfach meine Meinung. Und das setze ich auch so um. Seit Jahren! Und ja, es gibt dann halt immer wieder Leute, die sich halt darüber beschweren und fragen, warum ich kein Stativ habe. Aber das ist auch eine Sache, die ich akzeptiert habe. Ich habe es akzeptiert, dass ich beschwert wird. Das ist auch eine Sache, die habe ich akzeptiert. Ist doch okay. Man kann es eh nie jedem recht machen. Ihr wisst doch, wie es ist. Deswegen muss man halt auch mal so eine Negativität akzeptieren. Das ist wie Hate-Kommentare. Ne? Muss man auch akzeptieren. Ne? Was ich natürlich nie mache, ich blockiere jeden, der ja irgendwie Hate da lässt. Ja, aber das ist eine andere Sache. Das ist einfach, wenn ich schlechte Laune habe und so, das lasse ich die auch gern mal an anderen Menschen aus. Ist halt so, ne, solange ich die Macht darüber habe, in so einer Art und Weise meine schlechte Laune an anderen auszulassen, werde ich das auch tun. So geht es halt mit jedem Menschen. So, wenn ich schlechte Laune habe, dann sollte man mich auch niemals ansprechen und mich einfach in Ruhe lassen, bis ich wieder gute Laune habe. So, Fanpaketchen. Viel Spaß damit und schau mal wieder bei Dr. Sommer vorbei. Alter, was?
Dr. Sommer. Junge Barilla. Das mit den Blockieren, so die Leute zu blockieren, das liegt doch daran, dass ich absolut kritikunfähig bin. Was halt keine konstruktive Kritik angeht. So, konstruktive Kritik ist für mich eine Sache, die ihn weiterbringen soll. Aber dazu gehört natürlich ein gewisses Maß an Intelligenz. Und das ist halt bei Kritik immer so eine Sache. Kritik wird meistens, also Kritik kommt meistens aus den letzten Hohlschädeln dieser Welt. Und mit sowas will, also von sowas will ich mich halt immer distanzieren. Ich will mich von so einer dummen Scheiße, so gut es geht, distanzieren. Weil der Effekt davon, warum sollte ich sowas zulassen? So, das hatte doch noch nichts mit Kritikfähigkeit zu tun und so. Das Problem ist halt konstruktive Kritik. Wann lese ich die mal? Ab und zu. Ja. Und dann bin ich sowieso eigensinnig und hab dann, das meine ich mit Kritikunfähigkeit. Ich hab dann schon Schwierigkeiten, mich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise einen fremden Rat anzunehmen, weil ich sehr eigenwillig bin. Aber ich akzeptiere es, weil ich weiß, das ist im Endeffekt nur gut gemeint und soll mich nur weiterbringen und soll jetzt nicht destruktiv gemeint sein. Ja, sowas akzeptiere ich, habe ich kein Problem damit. Ich kann dir versprechen, dass ich damit arbeiten kann und dass ich mich dann bessere, so wie ihr es euch wünscht, aber ich akzeptiere es. Was ich halt nie akzeptiere, ist eben einfach diese dämliche, dumme Scheiße, die mich einfach nur nerven und triggern soll. Ja, das ist dann, das entferne ich dann aus meinem Leben, so gut es geht. Weil das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sinnlose Verschwendung von Nerven. Und ja, das sind noch Leute, die schreiben dann immer wieder was und so. Und ja, das nervt einfach. Und ich brauche in meinem Leben keine Nervensägen. Mich nervt sowieso schon alles, Alter. Das Finanzamt, Alter. Die mit ihren Steuern. Die nerven mich schon, Alter. Warum muss ich mir da noch sowas geben, Mann? Ja, ich hasse das Finanzamt so sehr. Einige deiner Zuschauer wissen, wer dir das Paket geschickt hat. Fan-Paket packen. Okay. Ich, Junge, was zum... Alter, was? Ja. Scheiße, Mann. Gerade eben bin ich auch genervt, weil ich meine Nudeln noch nie angefangen habe. Das ist nochmal die... Junge. Alter, einfach ein Zehner der Fanpost. Vielen, vielen Damen. So. Alter, vielen Damen. Aber wenn ich genervt von anderen Menschen bin, dann liegt das im Endeffekt nur daran, dass ich von mir selbst genervt bin. Und ich bin von mir selbst genervt, dass ich jetzt Hunger habe und dass ich vor dem Fanpost-Video nicht gefressen habe. Ich Vollidiot. So, der Hass auf andere Menschen kommt immer nur aus dem Eigenhass. Na, deswegen, wenn euch ein Mensch hasst, nehmt's nie persönlich. Akzeptiert's. Deswegen, wenn ich irgendwie sage, ja, stumpfe, dämliche Hate-Kommentare nerven mich, liegt's nur daran, dass ich da im Endeffekt von mir selbst genervt bin, so. Wenn man der glücklichste Mensch auf Erden ist, nervt den sowas auch nie, ja. Oh nein, die ist geschmolzen. Oh, die tun wir dann gleich im Kühlschrank. Oh, scheiße. Aber solange die noch in der Verpackung ist, ist das noch zu retten. Junge, sowas nervt mich auch übelst brutal. Junge, guckt euch die Scheiße mal an. So, warum nervt mich sowas? Weil ich tagtäglich TikTok konsumiere. Sonst wird es mich wahrscheinlich nie nerven. So, man ist immer selbst dran schuld, wenn man genervt ist. Man ist immer selbst dran schuld. Weil man sich dann auch nerven lässt. Junge, die Bravo. Alter! Junge, das ist doch der letzte Ranz. Komm, Alter, nee. Ab in den Müll damit. Was ist denn das hier für eine Scheiße, Alter? Ganz ehrlich. Nicht mal getroffen, ich dämlicher Bastard. So. Ja. Naja, meine Mentalität ist sehr kompliziert. Okay, die Krönung der Fanpost, ja, das, Alter. Ey, was soll ich sagen, ein geiles Paket auf jeden Fall. So, der Boden hier, die Yogamatte natürlich auch komplett verranzt, aber egal, vor der Nordsee mache ich meine Wohnung nicht sauber. Das ist einer meiner Prinzipien. So, hier haben wir das Fukushima Benjamin Blümchen-Paket, das ihr von gestern kennt. Okay, oh nee, ich muss jetzt was essen. Es geht nicht, ich habe so einen Knast. Junge, Junge.
Also die Grundmessage dieses Videos ist auf jeden Fall, ich mache mir das Leben selber schwer. Wie hört man damit auf, sich selbst das Leben schwer zu machen? Das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon seit Ewigkeiten. Weil wenn man sich das Leben einfach macht, dann ist man auch offen für Selbstliebe und so ein Scheiß. So, die letzte Gabel. Oh, das hasse ich an Spaghetti. So. Gut. Jetzt ist mir erstmal geholfen. Jetzt bin ich der Selbstliebe ein Stückchen näher. Weil ich es tatsächlich geschafft habe, meinen Hunger zu stillen. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Brauchen wir ein bisschen Abwechslung hier. Ach, jetzt ist die ganze Zeit so. Na. Alter, das geht echt die ganze Zeit so, ne? Na gut, dann gucken wir mal, was hier so läuft. Ja, klingt schon chilliger. So. Also gegen das Lied habe ich nichts, aber es kommt ja immer drauf an, wie lange man so ein Lied hört, ne? Und Zeit ist so eine Sache. Zeit bestimmt über die Wertigkeit von allen Dingen. So, ihr seid mit einem Menschen zusammen, den ihr liebt, und dann vergeht Zeit und die Zeit zerstört diese Liebe, weil ihr liebt dann natürlich diesen Menschen nach 2 Jahren nicht mehr so krass wie ganz am Anfang. Und das liegt nur an der Zeit. Die Zeit zerstört alles. Das ist eine wichtige Message aus dem Film Irreversibel, falls ihr den kennt. Caspar Noé oder Gaspar Noé oder Gaspar Noé, keine Ahnung. Es ist ein französischer Regisseur. Der hat dort den Film Climax gemacht und Menschenfeind und so. Der macht halt solche französischen Filme und die Filme sind halt krank, ehrlich, düster. Also Menschenfeind zum Beispiel hat mich echt extrem runtergezogen. Nach dem Film war ich echt mega depressiv. Aber auch bloß, weil dieser Film auch so ehrlich ist einfach. So, und also diese Filme sollen wahrscheinlich auch die bittere Wahrheit des Lebens zeigen. Und das zum Beispiel bei Irreversibel. Ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen rede ich jetzt nicht weiter. Aber ja, so Filmkunst. Zum Beispiel, das beste Beispiel, euch mal Filmkunst und Serienkunst und so zu erklären. Auf Netflix, Nummer 2 in Deutschland, Resident Evil, die neue Serie über Resident Evil. Ich denke so, okay, Nummer 2 in Deutschland, scheint ja ganz gut zu sein. Da gucke ich bei IMDb, wie da die Wertung ist, 3,6 von 10. Und IMDb ist die vertraulichste Filme- und Serienwertungsseite quasi. Wenn dort ein Film 7 von 10 hat, dann ist es auch ein guter Film. Da wurde ich bisher noch nie enttäuscht. Außer einmal, das war ja so ein Trash-Horror-Film, der hatte 7, das war ein bisschen mystisch, warum der so hoch bewertet wurde. Oder Breaking Bad 9,6 von 10, glaube ich, bei IMDb. So, auf das kann man halt vertrauen. Und wenn dann Resident Evil Serie 3,6 von 10, dann ist die halt auch scheiße. Und da merkt man halt, dass die Leute das halt nur gucken, weil sie entweder Resident Evil gespielt haben oder die Filme kennen und so, die denken so, geil, Resident Evil, Zombies, geil. Und dann merken die hoffentlich dann auch irgendwann, was es eigentlich für eine Scheißproduktion geworden ist. Hallo Enrico, ich habe die Videos mit dem Gammelfleisch in der Badewanne gesehen und Mitleid bekommen. Warum bekommt man denn da Mitleid? Es ist doch alles Content. Also, Frank, Junge, was? Unter Franks Maske verbirgt sich ein Geniestreich. Das klingt interessant, ja. Also, was ich euch sagen will, bevor ihr irgendwas auf Netflix guckt und da steht Nummer 2 in Deutschland, denkt nicht gleich automatisch, dass es gut ist. Guckt euch bei IMDb die Wertung an und wenn die dort scheiße ist, dann lasst die Finger davon. Verschwendet doch nie eure Zeit, nur weil dieser Track bei Netflix gehypt wird.
So, das ist wie Amazon-Wertungen. Wer wirklich sehr viel Wert auf Amazon-Rezensionen gibt, das sind dort Leute, da können die dümmsten Vollidioten diese Scheiße bewerten. So, Shrimp, Alter. Junge, die kommen aus Fukushima, Alter. Nee, das war ein Spaß, keine Witze über Fukushima. Ich selber komme aus Fukushima. So. Alter, oh, das ist gruselig, das ist gruselig. Importierte Ware. Aber noch haltbar. Ja, Mochis werde ich auf jeden Fall verspeisen. Junge, Grundgesetze, Alter. Oh, Alter, Schokolade. Und haltbar. Ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr. Ich liebe euch. Knuppers. Wie fuck. Sake. Leute, okay, mein Herz ist mal wieder erobert worden. Es ist doch krank, Alter, wie leicht mein Herz zu erobern ist, hä? Was für ein käufliches Stück Scheiße ich bin, hä? Oh nee, ich habe noch 5 Minuten Aufnahmezeit. Warum, Alter? Ich habe doch alle Aufnahmen davor gelöscht. So, wir haben es 13:40, ich habe ja gesagt, 13:30 sind wir fertig, noch eine Viertelstunde, das schaffen wir niemals. So. Oh, hä, was soll ich denn da jetzt löschen? Na gut. Oh, Junge, fick dich. Oh, irgendwelche Spiele? Ich habe eigentlich gar keine Spiele auf dem Handy, oder? Oh, kennt ihr dieses Handyspiel Battle Royale? Nee, hier Battle Royale. Oh, wie hieß denn das? Battle? Irgendwas mit Battle? Da gucke ich jetzt mal nach. Wartet mal, ich mache kurz Pause. Ich bin gerade aufgestanden, ist mir sofort eingefallen. Battle Legion. Battle Legion quasi. Also das ist ein Spiel, das macht ultra süchtig. Es ist gut, das Spiel bietet Qualität, bringt doch immer wieder neuen frischen Content und es ist halt kostenlos. Also das ist halt so ein Spiel, es hat alles, was man für ein gutes Spiel braucht und so. Und das habe ich 2 Jahre lang durchgesuchtet. Aber eben, ich wollte mich dann irgendwann von der Sucht trennen, da habe ich es dann deinstalliert und ich war dann noch so ein Clan drin, in so einer Telegram-Gruppe. Da haben die dann diese Aufstellungen und so reingepostet und so, aber es wurde mir dann irgendwann auch zu krank, Mann. Das ist so. Das habe ich halt immer auf Arbeit dann gespielt und so, da ging auch gut die Zeit rum. Es hat mich halt auch glücklich gemacht, aber wie gesagt, Leute, die Zeit zerstört alles. Irgendwann hat mir die Zeit gezeigt, du verschwendest deine Zeit damit. So. Deswegen, die Zeit ist der wichtigste Lehrer in eurem Leben. Die Zeit ist der wichtigste Lehrer in eurem Leben. Weil die Zeit lehrt euch alles Relevante im Leben. Junge, das ist doch geisteskrank, Alter. Es ist... Ach, Mann. Junge, jetzt ist mein Kühlschrank voller Bier, Pfeffi und der Schendels. Mal wieder. In einer Situation, wo er nicht um den Suff rumkommt. So. Aber das werde ich auf jeden Fall mit an die Nutze nehmen. Also dem Pfeffi. Auf jeden Fall. Also das wird... Der Nordseesuff. So, der Nordseesuff, Alter. Das wird, das, Leute, das. Ja. Es wird mehr als geisteskrank, die Nordsee. Deswegen habe ich jetzt auch 2 Videos vorproduziert. Also, ein Fanpost-Video werde ich vorproduzieren. Einen Vlog werde ich vorproduzieren. Den habe ich gestern aufgenommen. Den werde ich aber hochladen, wenn ich an der Nordsee bin. Weil von dort aus kann ich nichts hochladen. Ich nehme keinen Laptop mit. Ich habe nicht immer einen Laptop. Deswegen werde ich vorproduzieren. Und wenn ich da nie wieder zurückkehre, was sein kann, weil ich werde dort mit sehr geisteskranken Menschen unterwegs sein, kann es tatsächlich gut sein, dass ich wirklich nie wiederkomme. Und dann habt ihr wenigstens so als Abschied 2 vorproduzierte Videos. So. Okay, das sind Batterien. Oh, was ist denn da? Was soll denn das, Mann? Der ist doch völlig zerknickt. Mann! Oh, okay. So, Leute, wir gucken jetzt hier rein. Und mit dem Stativ könnt ihr hier nie so reingucken. Das ist nur mit der POV-Kamera. Kann man hier reingucken? Da ist nichts.
oder? Ah, doch! Brötli! Nee, Mann, Leute, dieser POV-Effekt. Mann, mir gefällt's einfach, im POV zu filmen. Ich finde das geil wie sonst was. Ihr mit eurem Stativ immer, da seht ihr, da ist doch das Bild auch die ganze Zeit nur kerzengerade und da wird euch ständig nur sinnlos was in die Kamera gehalten. Nee, das hat natürlich auch einen Sinn. Aber ich finde es halt einfach besser so. Und ich vertrete das bis an mein Lebensende. Spicy Challenge. August 21. Best before. Am besten vor dem August 21 probieren. Naja. Ich sage jetzt nichts. Also zum Thema Verfallsdatum halte ich die Fresse. Ich halte einfach die Fresse. Das ist das Beste. Der Schokohase ist noch haltbar. Nee, ich halte die Fresse. Okay, auf. So, ich habe jetzt 1500 WhatsApp-Bilder gelöscht. Jetzt habe ich wieder 19 Minuten Aufnahmezeit. Das ist cool. Okay, ja, mal. Alter. Alter, wenn das jetzt aber ja alles kam. Ach, das stinkt richtig. Gut, wenn die Adapter hier. Ach, die gucke ich später mal nach. Ich meine, wir haben jetzt hier noch vier große Pakete, ne? Da gibt's auch viel zu wühlen. Ja, hier haben wir noch die. Ach, Leute, ich bin Knülle. Ich bin müde vom Leben. Okay, naja, das. Oh, Junge, noch ein zerquetschter Hase! Ins Osterkörbchen damit. Ach. Oh, Junge, diese gottverfluchte XXL-Folge. Ich hab mir so gedacht, was ist denn jetzt los? Ich meine. Kaum ist die Sommerpause vorbei, also die Fanpost-Sommerpause, schon kommt hier so ein massiver Ansturm, das ist wirklich krank. So, okay. So, dann widmen wir uns mal dem nächsten Paket. Oh, das ist schwer. Puh. So. Halt die Musik von Dark Souls, also von den Souls-Spielen, insbesondere Elden Ring, die Lore, also die Geschichte, die dahinter steckt, die Lore ist ja auch so krass, ne? Hinter jedem Dark Souls-Boss, hinter jedem Elden Ring-Boss gibt es eine eigene Geschichte, hinter allem, was dort passiert, gibt es eine eigene Geschichte. Als ich Bloodborne durch hatte, saß ich mitten in der Nacht noch 6 Stunden in einem Forum, also war ich nur in einem Forum unterwegs und habe mir dort Interpretationen über diese Geschichte durchgelesen, weil die Geschichte wird ihnen ja nur bruchteilhaft erklärt, also halt durch die Gegenstände und so, also die Item-Beschreibungen geben dann immer so kleine Puzzlestücke zu der Geschichte, die hinter dem Spiel steckt und hinter allem. Das heißt, man muss sich viel selbst zusammenreiben. Ne? Aber genau das macht die Scheiße ja so interessant, weil man da mal sein verficktes Hirn einschalten muss, um sich eine Geschichte dahinter zu erklären. Und man kriegt da halt auch genau so viel geliefert, dass es halt wirklich Spaß macht, sich da zusammenzureimen und es im Endeffekt noch Sinn ergibt. Deswegen hing ich dann im Forum drin, die haben dort so viel reingeschrieben, was die Geschichte da so anbetraf. Und Alter, das fand ich Gott verfickt interessant. So, dann wie gesagt, die Musik und alles. Es ist einfach, das sind einfach Spiele, wo ich persönlich alles geil finde. Da gibt's nichts. Selbst bei Dark Souls 3, meine Güte, da kam dann DLC raus. Da gibt man Geld für einen DLC aus, wo man halt auch wirklich was geboten bekommt, Mann. Da kriegt man was für sein Geld. Es sind verflucht nochmal fertige Spiele. Es ist einfach. Versteht ihr, warum ich das so liebe? Es soll halt. Ja, klar, versteht ihr das. Wahrscheinlich erzähle ich euch jetzt einfach nichts Neues. Und ihr seid dann selber schon ziemlich lange in dieser Ansicht. Junge, Handschuhe.
Oh, das wurde aber extrem einparfümiert, Alter. Oh, was zum Teufel. Okay, hier ist... Oh Gott, das wird nicht... Ich hau jetzt mal alles hier auf den Boden einfach. Ja, mal checky. Oh, Junge. Ist das krank. Ich brauche hier mindestens einen ganzen Tag, um das alles wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Ihr fragt ja immer, wie lange ich für sauber machen brauche. Ne? Da habe ich euch ja die Geschichte mit den Rentnern erzählt. Aber den Rentnern lasse ich halt hier nichts aufräumen. Also die machen nur sauber, die Aufräumarbeiten übernehme halt immer ich. Weil das ist wie... Alter Junge, was zum... Oh, Alter. Junge, krank, Mann. In meine Wohnung. Die ist dann wirklich rammelvoll. Pfand, Alter, geil. Pfand. So, na, wieder eine feinste geschmolzene Schokolade. Geil. So. Der Gymnastikball. Ja, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ne? Geil, wird Zeit für Gymnastikball Teil 2. So, Speed Serum. Ach, Alter, High Protein Stimulanz. An die Hornhaut zocken. Oh. Okay. Wenn ich doch jemals wieder eine Beziehung führen sollte, dann wird meine Freundin auf jeden Fall dazu gezwungen, hier sowas zu benutzen. Oh. Naja, Alter. Also ich will jetzt halt nie wie jeder klingen von wegen ein Liebesbrief, Alter. Ich will jetzt hier nie wie jeder klingen, der sagt, hey, wir leben in der Generation beziehungsunfähig. Aber da steckt halt so viel Wahrheit einfach dahinter, wenn wir mal ehrlich sind. So, ich sag mal so, Menschen, die hochgradig eifersüchtig sind, die haben es damals leichter gehabt als heute. Sag ich mal ganz ehrlich. Die haben es damals wirklich leichter gehabt. Weil heutzutage gibt's viel mehr Möglichkeiten. Und ja, ich will es aber nie zu viel zu erzählen, weil wie gesagt, ich konsumiere gerade viel TikTok. Und das ist wirklich der absolut letzte Bodensatz der Gesellschaft, der sich dort rumtreibt. Und der bringt dir natürlich noch ein richtig schlimmes Bild von Menschen bei. So. Deswegen weiß ich nie, ob ich jetzt das erzähle, ob es halt wirklich so ist. Ne? Oh ja. Lieber Schender Point Fotzrico, nachdem Sie in Ihrer letzten Videos erwähnt, dass Sie während des Arschfix direkt nach dem Orgasmus sterben wollten, habe ich mich noch mehr verliebt. Traummänner heutzutage. Das sind Szenarien, für die es sich lohnt, Arsch zu geben. Der verfickte Instagram-Sonnenuntergangslampe summt sehr hoch. Ich hoffe, Sie hören diesen Ton auch und es treibt Sie ebenfalls in den Wahnsinn. Die verfickte Instagram-Sonnenuntergangslampe. Um die Badewannen-Idylle zu ergänzen, ist auch die formschöne Mini-Pumpe, aka der versteinerte Schneemann-Dilde im Paket. Ihr Pfandsammler-Vlog ist ein Meisterwerk. So lange machen, bis Grenzen erreicht werden. Mein Post-Workout-Meal wird nie wieder dasselbe sein. Es lebe das Suff-Stray Hydrated. Wie sie seit Jahren jeden Video abliefern, sucht seinesgleichen. Feuchte Grüße aus dem Süden. Und bitte auch ein feuchtes Shoutout an den Supermann. In Liebe, Chain, wer weiß... Was von Sick ist er auch schon aus dem Knast? Bitte melde dich. Sick? Okay, ja, also, weiß ich nicht, mein anonymer Steif? Das ist so, ich habe keine Ahnung, wie das Mädel aussieht, das mir das geschrieben hat und so. Aber die Mentalität lässt mich halt schon auf jeden Fall steif werden. So. Okay, also, oh fuck. Junge, das ist. Ich hatte ganz überlegen hier. Junge, was zum Teufel? Alter. Junge, es gibt nichts krasseres, als meine perversen Wünsche irgendwie wahrzunehmen und nachzuvollziehen und so. Junge. Weil als Perverse wird man ja meistens immer verachtet und abgestempelt. Obwohl, na gut, was rede ich von Scheiß? Heutzutage werden Transenpornos zelebriert, also. Na gut. Alter. Sinnfragenkombinator. Ist das Leben... Alter.
das hebe ich mir alles auf, Mann. Ich bin überfordert, das ist so viel auszupacken. Ich würde gerne halt erstmal alles auspacken und mich dann die nächsten Wochen in Ruhe diesen ganzen Scheiß widmen. Aber dann kommt ja nächste Woche schon wieder neues Zeug. Alter, ich liebe es, von diesem materiellen Scheiß immer in den Wahnsinn getrieben zu werden. Es darf nie genug werden, Mann. Es darf nie genug werden. Junge, der Hunger, der Hunger. Scheiße. Falafel, Gummibärchen, ich kann nie mehr, Leute. Es ist einfach, Alter, das ist gerade meine Mentalität, nach einer halben Stunde Fanpost auspacken, Alter. Junge, ein Band. Junge, oh, Konfekt, Alter, Schnapsgläser. Ach, ich... Könnt ihr das eigentlich fühlen? Wie das ist, hier rumzugraben. Ihr wisst, es gehört alles euch und ihr freut euch des Lebens. Und ja. Alter. Junge Pfand. Oh, die duftet so schön, die Fanpost, Alter. Das, ah, dieser. Ah, dieser süße Duft der Weiblichkeit. Einfach nur schön. Alter, dieser Geruch. Ich bin übrigens ein Geruchsfetischist. Junge, Junge, Junge. Nee, aber wenn Weiber so wirklich schön duften, aber die Füße so richtig verschwitzt sind vom Training. Alter, das ist meine. Das gibt mir Lebenskraft, versteht ihr? Also. Oh. Junge, Junge. Das treibt mich alles in den Abgrund der Perversion. Junge. Ja. Wir leben sowieso in einer verhurten Gesellschaft. Leben und leben lassen. Ficken und ficken lassen. Bitte, haben wir schon wieder. Okay, warte, ich muss hier mal kurz einen Cut machen. Weil genau an der Stelle muss ich einen Anus zensieren. Oh. Also einen richtigen Anus. Jung! Halt Max, der elende Punker. Alter, das ist der Ficker. Arbeiterverräter. Ja, das kann man zeigen. Alter. Einfach, okay, das ist kreativ, wieder Arbeiterverräter. Ja, mal Zielscheiben. Sehr geehrter Herr Schender, Enrico Spastico, in diesem Paket finden Sie eine Variation aus Unraten diversen Köstlichkeiten. Mit dem Hammer bitte möglichst viele Gegenstände zu Staub zerschlagen. Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihren geistigen Dünnschiss, der unser Lenden bereichert. Schönen Mastarsch schickt mir Schweineblutpulver. Oh, bitte kein Schweineblutpulver, Alter. Obwohl... Doch, darin kann ich wieder baden. Ah, das habe ich auch schon mal gemacht. Weiß nicht, wenn ihr das nochmal sehen wollt, keine Ahnung. Alter. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Oder? Also wenn ich mich so Schwein... Ach, da habe ich ja auch schon gemacht. Ach, fuck. Das ist egal. Weil ich es kann. Okay, das hänge ich mir auf jeden Fall irgendwo hin. Und vor allem auch das. Okay, gut. Neue Schänderwerk, Arbeitshandschuhe. Ja, Schänderwerk. Ich muss halt warten, bis der Max wiederkommt. Wir haben da auf jeden Fall schon was geplant. Kann ich euch versichern. No. Also wirklich was geplant, also ohne Ankündigungslord-Vibes hier. Haben wir tatsächlich was geplant? So, Pferdemilch. Was? Also, Leute, ihr merkt, wie durch im Kopf ich bin. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist Pferdemilch. Mein Gehirn ist langsam geknackt und wir haben noch zwei Pakete vor uns. So, ich hau mal alles hier rein. Mondgestein. Wie das hier schon wieder aussieht. Alles voll. Geil, dieser Wahnsinn. Ach man, ihr sitzt gerade zum Samstagabend da und keine Ahnung, man. Das ist halt eure Samstagabendunterhaltung. Und da bin ich schon stolz drauf, Junge.
Was ist denn das alles? Ich hau das ja alles so. Was? Ach, irgendwas mit Verbot. Suff. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil meine Aufnahmezeit ist schon langsam wieder vorbei. Hier haben wir Brot. Ach, komm. So. Oh, Alter, dieses ranzige Brot. Baguette, das ist so richtig. Ich hasse Baguettes. Also, wenn dann Kräuterbaguettes, aber einfach so Baguettes. Die sind seit einem Monat abgelaufen bei Baguette. Ne, wie gesagt, ich halte fress was. Aber ich mach's so. Ich liebe Lebensmittelverschwendung und ich hab's wirklich genossen, das jetzt in den Müll zu hauen. Auch wenn man es noch essen könnte. Nee, also es sollten grundsätzlich politische Debatten über Ablaufdaten geführt werden. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller als diese Scheiße, die im Bundestag raushauen. Ja, aber das ist halt auch so, es ist heutzutage nichts mal Besonderes, sich über die Politik zu beschweren. Wir wissen alle, dass wir von Idioten regiert werden. Wir wissen es alle. Aber meine Güte, bringt's denn jetzt irgendwas, sich ständig in der Öffentlichkeit darüber auszukotzen? Nee, es bringt nichts. Deswegen nerv ich mich auch selber, wenn ich jetzt wieder sage, scheiß Politik und so. Es ist doch klar. Es ist doch klar. Erwartet ihr wirklich eine intelligente Politik? Erwartet ihr das wirklich? Also ich erwarte es nicht mehr. Ich habe es akzeptiert. Ich habe den Untergang akzeptiert. Ich finde mich damit ab. Ich finde mich wirklich damit ab. Ich bringe mir bei, im Wald zu leben. Ich bringe mir bei, in der Wildnis zu überleben, falls es hart auf hart kommt. Also, in der Dresdner Heide, da grabe ich mir schon ein tiefes Loch für einen Atomkrieg. Da grabe ich mir ein Loch, das so tief ist, dass ich so schnell reinhopsen kann. Hey, das war ein Spaß. Habe ich natürlich nie gemacht, aber entweder man lernt zu überleben und man akzeptiert, dass wir dem Untergang nahe sind, oder man beschwert sich nur sinnlos die ganze Zeit drüber. Was bringt denn mehr, Leute? Was bringt denn mehr? Ist es wirklich gut für euer Seelenheil, wenn ihr euch ständig über die Politik beschwert? Nee, damit lasst ihr zwar euren Frust heraus, aber das macht es doch nie besser. Dann lest ihr 5 Minuten später wieder neue Scheiße, die euch aufregt. Und dann regt ihr euch immer wieder und wieder und wieder und wieder drüber auf. Und das ist diese dämliche deutsche Mentalität. Das ist diese unfassbar dämlich deutsche Mentalität, sich ständig über irgendwas aufzuregen. Also, deswegen kümmert euch doch einfach mal so um euch selber, dass ihr euch gar nicht mehr über alles aufregen müsst. Ihr werdet doch an der Politik eh nichts ändern können. Also, ihr werdet nichts ändern können. Und das ist halt die Sache. Mann, Alter, konzentriert euch lieber drauf, wie ihr euer verficktes Leben genießt. Wie ihr glücklich seid. So, selbst im Winter. Was ist denn, wer weiß, was im Winter alles auf uns zukommt? So. Das Einzige, was ihr dann im Kopf habt, ist, euch über alles zu beschweren, aber das ist doch auch Schwachsinn. Ich konzentriere mich jetzt schon mal drauf, wie ich es halt aushalte, mit kaltem Wasser zu duschen oder was weiß ich so. Ich versuche mich halt einfach aufs Schlimmste vorzubereiten. Weil das Schlimmste wird man niemals ändern können. Außer für sich selber halt, versteht ihr? Deswegen ist über die Politik sich aufzuregen, es ist halt, ja, das ist halt langweilig. Wenn man genau weiß, ja, da regt sich der nächste auf. Oder wenn man sich über seine Arbeit aufregt, über seinen Job aufregt. Meine Güte, halt die Fresse und ändere was. So, der beste Zeitpunkt, um etwas zu ändern, ist immer jetzt. Ist immer jetzt. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, um an seinen beschissenen Lebensumständen was zu ändern. Also halt die Fresse und ändere einfach was. So, ich nicht, dieses Rumgejammer, diese verweichlichte Rumjammergesellschaft, es macht mich wirklich krank, Alter. Die Männer sterben sowieso schon aus, Mann. Und es wird heutzutage auch toleriert. Also es wird heutzutage, wird den Männern das Gefühl gegeben, dass es okay ist, eine verfickte Weichpussy zu sein. Wir sind wirklich verloren. So. Das ist ja für mich noch ein härterer Grund, dann trainieren zu gehen und so. Ne? Aber, oh, Junge!
Oh, ich dachte, es wäre ein echter Pilz. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, mein richtiger Mann heult nicht die ganze Zeit rum und beschwert sich über alles. Ein richtiger Mann macht einfach. Macht einfach. Ja. Ich will es nicht sagen, ihr geht trainieren, macht aus euch Männern und so. Sowas, mit so einem Kack will ich jetzt auch nie anfangen. Aber dieses Rumjammern. Alter, wenn ich früh schlecht gelaunt und depressiv bin, dann trinke ich einen verfickten Kaffee, dann habe ich Energie. Dann wird einfach mal Kaffee gesoffen, dann wird was an dem Umstand geändert. Sich einfach mal selbst in den Arsch zu treten. Sich selbst mal Selbstdisziplin beizubringen. Meine Güte. Kriegt eure eigene Mentalität mal in den Griff. Und dann habt ihr auch den ganzen Tag was Besseres zu tun, als euch über die Politik aufzuregen. Und euch übers Leben aufzuregen. Euch zu beschweren. Meine Güte, sorgt doch mal dafür, dass ihr zufriedener seid. Wenn jeder Deutsche dafür sorgen würde, dass er zufriedener ist, dann wäre die deutsche Grundmentalität so viel positiver und das Land würde sich so viel mehr entwickeln können. So, man muss ja nie alles von der Politik abhängig machen. Also die Politik ist doch nie der einzige Grund, warum alles so ist, wie es ist. So, man kann ja auch für seine eigene Zufriedenheit selber Sorge tragen. Und wenn man das gelernt hat, dann lässt man nicht mehr seine komplette Mentalität, sein komplettes Leben durch die Politik kontrollieren. Sich einfach mal komplett selbstständig machen. Man kann sich auch in einer verfickt beschissenen Politik selbstständig machen, was die Mentalität angeht. Es ist alles möglich. Aber viele begreifen das nie. Jammern lieber rum, dann sind alle depressiv, schlecht gelaunt, ziehen eine Fresse früh in der Straßenbahn, wenn es wieder zur Schicht geht. Ja, und das kotzt mich an. Weil das ist halt auch ansteckend. Ihr merkt's, es ist ansteckend. Was? Ich hab keine Ahnung, ist das hier... Reichsbanknote. Ich glaube, damit kann Markus Rühl mehr anfangen. Da schicke ich dir ein paar Fanbus zu. Nee, aber Spaß. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Reichsbanknote. Ich habe von Geschichte keine Ahnung. Hey, wirklich. Ich würde halt lieber in einer Gesellschaft leben, wo wir noch Männer um uns rum haben, die halt wirkliche Macher sind. So, klar gibt's die. Aber es werden immer weniger. Stattdessen wird viel mehr Toleranz und Akzeptanz aufs Rumgejammere gelegt und so. Klar, wenn man Depressionen hat und so, muss es natürlich, kann man dann hier sagen, ja, hör auf rumzuheulen, wenn du Depressionen hast und so. Ja, Depression ist schon ernst zu nehmen und man sollte sich dann auch psychologische Hilfe suchen und so. Aber das macht man dann halt auch. Man sucht sich psychologische Hilfe und dann hilft man sich selber und man ändert dann selbstständig was an seinen Umständen, auch wenn dazu professionelle Hilfe nötig ist. Ist doch vollkommen okay. Aber dann andere Menschen damit zu belasten, ist einfach nur widerlich. Und dann geht's Leute, nehmt ihr mal ein bisschen Rücksicht und so. Lass ihn doch mal eine Runde rumjammern. Du kannst doch einfach mal zuhören und zum Verständnis zeigen. So, sowas halt, ne? Ja, kann man, aber damit ist doch niemandem geholfen, Alter. Man muss dann was tun und sich wirklich mal Hilfe suchen. So, keine Ahnung, ey, ich hab auch so eine Scheiße da. Zum Beispiel mit der Spielsucht. Ich habe da nie jemanden die Ohren voll heulen wollen, so wegen, ja, ich bin spießig, mir geht's so scheiße, mein Leben ist kaputt. Nein, Alter, ich habe meine Psychologin angerufen, habe gesagt, ich habe ein verwegtes Spielsuchtproblem. So, lass mal bitte einen Termin ausmachen. Und dann habe ich's gemacht. Ist doch viel geiler, andere Menschen damit zu belasten, Alter. Ach, naja, wirklich. Das kotzt mich an, sowas. Weißt du, sowas geht mir so auf den Sack. Ich sollte TikTok deinstallieren. Wirklich.
Ja, mein T-Shirt, das werde ich irgendwann. Ich habe nur noch. Jetzt muss ich ja wieder was löschen. Ich habe noch 2 Monate. 2 Monate Aufnahmezeit. Das wäre schön. Nee, ich habe noch 2 Minuten Aufmerksamkeit. Was? Was ist denn das, Alter? Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Portemonnaies? Rotes Portemonnaie. Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich das hier alles tun soll. Das ist einfach zu viel. Ist das krank? Diese Invasion an Fanpost. So. Ich muss erstmal wieder was löschen. Ich weiß nicht, ob ich was löschen kann. Das heißt, ich werde erstmal das alles auf den PC rüberziehen müssen. Hallo. So, ich habe jetzt hier der Schlüssel, der ist hier, der klebt hier dran. Ich kann nicht mehr so lange Fanpost-Videos machen, das macht mich komplett krank in darüber. Da ist ja immer noch ein riesiges Paket. Also, das heißt, wenn ich mir Fanpost schicke, das wird demnächst wahrscheinlich etwas länger dauern. Also, wenn ich weiter solche Massen bekomme. Also es wird nicht mehr aktuell hochgeladen, weil ich muss das splitten. Ich muss das splitten. Mir ist wirklich... was ist denn jetzt? Fuck, was ist los, Alter? Alter, ich hab gerade echt gekotzt. Okay, gut, das war auf jeden Fall Karma. Ich nehme alles zurück. Ich werde in Zukunft die Fanpost immer alles auf einmal auspacken. In einem Video, seitdem ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass ich die Fanpost splitten will, wurde mir augenblicklich schlecht. Das ist auf jeden Fall, nur falls die... Oh Gott, Alter, mir ist immer noch schlecht. Nur falls die DHL das Paket wieder mal nicht zustellt und 2000 Kilometer durch Deutschland fährt, nur weil die Straße der Parkstation nicht angegeben wurde, weil die Nachricht, der Brief und das Kleingeld dann regelmäßig fehlt und Getränke fehlen oder zerstört wurden, sodass der Rest des Pakets auch unbrauchbar wird. Ja, erst dann wird das Paket zugestellt. Ach Scheiße, ey. Oh, da lag das an den Nudeln? Kotzt man davon, wenn man kalte Nudeln isst? Ich weiß nicht. Die Luders haben doch immer gesagt, man kann Nudeln essen warm, man kann Nudeln essen kalt. Ich kann nicht. Alter, vielen Dank für die ganzen Lebensmittel. Ich habe gerade echt 6 Mal gebrochen. Weil nach dem Kotzen hört ja dann der Würgereiz nicht gleich auf. Also man muss ja dann immer wieder und wieder. Also das ist bei mir auf jeden Fall das ist richtig ekelhaft, ey. Oh. Was ist denn das, Junge? Ich gucke mir das alles später an. Ich krieg das gerade alles nicht verarbeitet. Alter. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe aber auch gestern kaum was gegessen. Vielleicht ist mein Magen einfach verdorben. Wer weiß, bringt jetzt nichts darüber zu rätseln. Das ist halt das, was ich schon zu meinen. Das bringt jetzt nichts, euch die Ohren voll zu heulen. Ich ziehe jetzt einfach mal durch und dann ist gut. Und dann kümmere ich mich später selbstständig gegen... gegen das Übelkeitsproblem. Oh, ey, das ist krank. Krank, krank,
Geliebter Schänder. Jetzt so leider keine Schokolade. Schon wieder irgendeine Aufforderung. Alter, was ist so ein Fick, ist denn das? Ja. Ich öffne jetzt alles mal mit beiden Händen. Ich habe noch. Ja, ich werde das jetzt alles so öffnen. So, hier haben wir eine Pfeffi-Flasche, Grundgesetze. Und ja, ich war gerade nochmal viermal kotzen. Ich glaube, das liegt an den Nudeln. Ja, da brauche ich heute nicht zum Training gehen. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, bin ich ehrlich. Da gehe ich morgen. Mir ist aber immer noch schlecht, Alter. Das ist das geisteskrank. Ja, egal. Ich will euch bloß erklären, warum ich gerade ein bisschen beschissen drauf bin. Das ist eine Nebelmaschine, Alter. Das ist eine Nebel... Sehr. Gut, das war's im Prinzip. Hier ist noch Kleingeld drin. Vielen Dank auch dafür. Wartet. Ja. Gut. Alles. Voll. Das Paket ist, mir ist schon wieder, ich muss gleich wieder kotzen. Manchmal muss man sich eben doch so richtig schön heftig auskotzen. Danke fürs Angucken dieses absoluten Durchfalls.